Im Haus am See im Stadtpark Norderstedt fand am 11. September die EGNO Business Lounge 2014 statt. Unternehmer konnten sich hier durch Impulsvorträge über die Themen Finanzen und Personal informieren lassen. Also es ist eine unserer Business Lounges, mit der wir hier in Norderstedt im kleinen Kreise Unternehmer zusammenbringen, zu interessanten Themen einladen, mit dem Ziel eben einerseits über interessante Themen Informationen zu geben oder geben zu lassen und andererseits eben aber auch den Unternehmern die Chance zu geben, ins Gespräch zu kommen. Heute ist es eine deshalb sehr spannende Veranstaltung, weil es erstmals mit zwei Partnern stattfindet, mit dem Verband der Südholsteinischen Wirtschaft. Frau Markwarzen, die Geschäftsführerin, ist hier. Und mit der Hypo Vereinsbank. Herr Kupfer, Bereichsvorstand für Norddeutschland, ist heute hier und wird uns über die aktuelle Bankenlandschaft einiges sagen, was sicherlich sehr spannend wird. Das ist eine gute Veranstaltung. Kleiner Kreis, interessanter Rahmen und eine gute Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen. Der Titel meines Vortrages lautet Personal. Gespräche erfolgreich führen. Darin sind zwei Titel im Grunde enthalten, nämlich Personal führen und Personalgespräche führen. Zwei Dinge, die aus meiner Sicht unmittelbar miteinander in Zusammenhang stehen, und so ist auch der Vortrag aufgebaut. Ich glaube schon, dass ich ein paar Themen aufgegriffen habe, die Leute interessieren. Die Leute reden viel über Wirtschaft, was passiert mit Banken, was passiert mit dem Internet, wie reagieren Banken darauf. Ich glaube, es sind schon ein paar spannende Themen, die auch jeden so ein bisschen umtreiben, und hier gibt es eine lokale Unternehmerschaft, die, glaube ich, auch alle gut informiert sind. Insofern ist das schon ein Thema, was alle beschäftigt. Beim Afterwork Club blieb noch viel Zeit für einen gemeinsamen Austausch bei Live-Musik und einem köstlichen Buffet.